Nö, okay, das ist einfach nur ein bisschen komische Belichtung. Na gut, fahren wir weiter. Zumindest wenn der Motor anspringt. Also ein bisschen Hintergrundmusik in Scum wäre schon mal ganz schön. Ich meine, klar, so kann man sich auf die eine Art oder Weise schon ein bisschen besser ins Spiel versetzen, aber so ein bisschen im Hintergrund so ein atmosphärisches Gedudel oder sowas. Ansonsten ist es halt schon immer sehr, sehr ruhig. So. Oh, guck mal. Ja, das sieht ja geil aus. Ja, krass. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hi Henning, servus, guten Abend. Alles gut bei dir? Schön, dass du da bist. So, gucken wir mal. Hier haben wir noch ein Elektroreparaturset. Ich würde sagen, da gehen wir doch gleich mal rein, oder? Wenn wir schon mal so eine Burg finden. Können wir direkt die Basis nochmal verlegen. Und dann hier zur Burg gehen. Nee, das machen wir jetzt nicht nochmal. Die Basis verlegen wir jetzt nicht nochmal. Aber ich bin mal gespannt, was bei der Burg so zu finden ist. Oh, hier haben wir auf jeden Fall mal einen Bogen. Sehr gut. 50 Pfünder. Ich glaube, den können wir aber noch nicht so richtig schießen. Muss gleich mal gucken. Also gleich mal probieren. Und einen 40 Pfünder. Gut, wenn wir den 50 Pfünder noch nicht schießen können, dann schießen wir halt mit dem 40 Pfünder. Und einen Schottenrock. Einen schottischen Kilt. Sehr gut. Geil. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. So. Oh, Metall. Okay. Geil, Metallpfeile. Allerdings für den, also Metallbolzen. Und ein paar Zombies natürlich, aber gut. Das ist, glaube ich, nicht so wild. So. Gut. Und hat er nur eine Jeans. Leider keine Kettenhose oder sowas. Aber Metallschwert hat es hier noch. Auch nicht so verkehrt. Ich glaube, das würde ich gerne mal ausprobieren, wie das so ist, im Gegensatz zum Katana. Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Oh! Und die will mir offenbar dabei helfen. So. Na gut, also ist nicht ganz so gut wie das Katana tatsächlich, aber immerhin. Können wir aber, glaube ich, wieder tauschen. So, solange wir das Katana haben, ne? Aber dann können wir das mal in die Basis legen, vielleicht als Ersatzwaffe. Und ich glaube, das können wir sogar selbst herstellen, ne? So ein Metallschwert. Okay, da komme ich nicht durch. Das ist ja mega cool hier mit der Burg. Kommen wir noch bis ganz oben. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich gehe erstmal da unten lang. Vielleicht gibt es da nochmal irgendwas. Und guck mal hier so links und rechts noch ein bisschen. Oh, hier hat es noch mehr Kisten. Gucken wir mal in die Kisten noch rein. Carbonpfeile. Ja gut, wenn wir schon einen besseren Bogen haben, ne, dann haben wir vielleicht noch die Carbonpfeile, mit denen wir dann noch mal mehr Schaden machen. Dann one-shotten wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Kann ich hier nicht hochklettern? Okay. Achso, ich bin auf der falschen Seite. Sorry, mein Fehler. Auf der richtigen geht's. Hier sind ein paar Herrenschuhe. Und ein Diegel-Magazin. Wo kommt das Zombie-Geschrei her? Von da oben. Fällt der runter? Na komm. Komm einfach die Leiter runter. Das hat man doch schon als Kind gelernt. Na komm schon. Put, put, put. Komm. Komm her. Ich glaube, der hat keinen Bock auf uns. Na gut. So. Ja, die Yoga-Leggings brauchen wir nicht unbedingt. Das nehme ich gerne mit. Die Schuhe brauchen wir jetzt auch nicht so dringend. Oder die Beanie-Mütze. Jetzt ist natürlich blöd, ne? Der blockiert da oben voll unser Weiterkommen. Weil ich würde gerne. Ich glaube, eins können wir aber noch hochgehen. Vielleicht können wir den dann herlocken. Wahrscheinlich springt er jetzt gleich runter und dann haut er uns erstmal dreimal.
Ich glaube, der kommt wirklich nicht runter. Der kriegt es wirklich nicht gebacken. So, hier ist leer. Ah, nee, warte, guck mal, hier liegt noch mal ein Bogen. Krass. Also Bögen hat es hier echt wie Sand am Meer. Kann ich das vielleicht... Ich nehme das mal auf die Schulter. Kann ich... Warte mal, das packe ich vielleicht mal hier in den Köcher. So. So. Und dann hier noch den dritten Bogen. Da haben wir einen 40-Pfünder, 50-Pfünder und einen 80-Pfünder. Theoretisch könnten wir... Ich glaube, das mache ich mal, oder? Ich versuche das mal aus. Ich lege mal den Bogen kurz... Kann ich den so auf den Boden legen? Ich versuche es erstmal in 50 Pfund. So. Erstmal gucken, ob wir den überhaupt lange halten können. Oder ob der irgendwann von selbst schießt. Okay, das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, das geht. So. Ganz behutsam. Na komm, komm ran. Ja, jetzt kann ich runterfallen. Okay, das konnte ich gerade noch nicht. Ich glaube, den 50-Pfünder behalte ich. Wir zielen ja mit dem Bogen eh nie ewig, weil wir, na, also dieses Ding ist ja weg dann immer. Weil dann können wir nämlich diesen einfachen Bogen, den würde ich einfach mal da lassen. Warte mal, das machen wir so, das packen wir wieder hier rein. Ja, den einfachen würde ich da lassen, weil den brauchen wir dann eigentlich nicht mehr. Ne? Also wir haben ja mindestens mal den Draht, dass wir eh einen besseren bauen können. Und haben eben jetzt noch den 50-Pfünder, der ja ganz gut funktioniert. Echt jetzt? Kann ich den anziehen, bitte? Ach, man sieht nichts. Oh nein, warte mal. Nimm mal. Nee, die kann ich nicht in die Hand nehmen, warte. Oh Mann, warum kann man sich denn nicht... Kann man sich irgendwie von vorne anschauen? Weiß es jemand? Ich glaube nicht, oder? Das würde ich jetzt zu gerne sehen. Ich kletter mal runter, falls es jemand weiß. Können wir uns von vorne anschauen? Alt halten. Okay, dann können wir es wenigstens so drehen, ne? Aber so, dass man einfach quasi hinter sich schaut, das geht, glaube ich, nicht, oder? Und dabei den Kopf halt nicht dreht. Und da Tab-Foto machen. Mal... Befehle, Aktion wahrscheinlich. Ah, okay, da braucht man das höhere Supporter-Pack, ich verstehe. Aber vielleicht kann ich ja, kann ich hocken, warte. Nope. Hinlegen geht auch. Warte. Kann ich? Ah, Mann! Ich krieg da kein Foto hin. Also kein das wäre ein super Thumbnail, ne? Erald der Ritter. Was gibt's denn sonst noch? Team verlassen, pfeifen, Instrument spielen, Ziel überprüfen. Befehle ist es auch nicht. Ja, verspotten ist höchstwahrscheinlich auch nicht. Erleichtern auch nicht, schade. Na gut. Sehen wir uns nicht von vorne. Aber das mit dem Helm finde ich irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt anbehalten würde. Ich glaube, ich ziehe den wieder aus. Aber den können wir vielleicht irgendwie... Weiß nicht, ob es sowas gibt wie Dekofiguren oder sowas. Dass man die vielleicht zu Hause aufstellen kann und dann den Helm draufstellen kann. Das würde mir schon reichen. Einfach nur, dass wir einen Ritterhelm haben, ne? Das wäre eigentlich ganz cool. Boah, hier sind noch eine ganze Menge andere Türme. Ich glaube, ich gehe noch zwei oder drei, gehe ich vielleicht noch hoch. Aber das war es dann auch. Ich war letzte Woche geschäftlich geschäftlich in Luzern und die haben so eine alte Stadtmauer und die haben da ganz viele Türme und der Arbeitskollege, mit dem ich dort halt, da war halt eine Messe, ne, und der Arbeitskollege, mit dem ich auf dieser Messe war, der kommt selbst aus Luzern und jetzt wusste er nicht, dass, ja, bleib du nur mal da oben, jetzt wusste er nicht, dass ich halt einfach unglaublich unsportlich bin. Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen da nochmal ein bisschen Luzern anschauen. Dann dachte ich, ja, klar, klingt ja nett, ein bisschen so durch die Altstadt laufen und so weiter. Ein bisschen gucken, was es da so gibt.
Und dann wollte er aber unbedingt auf diese Mauer hoch. So, dann sind wir da hoch. Und dann sind wir bis auf so einen Turm nach oben. Und die Treppenstufen sind halt einfach unglaublich groß. Und bis wir dann mal da oben waren, ich lasse den Bogen jetzt auch mal liegen, bis wir dann da oben waren, war ich einfach so fertig, dass ich mir von oben nicht mal habe die Aussicht anschauen können. Weil ich erstmal 5 Minuten sitzen musste. Und als ich dann mit meinem Sitzen fertig war, und dann endlich mal aufstehen konnte wieder, wollte er dann schon wieder runtergehen, weil er gesagt hat, ja, ne, ist immer wieder schön hier, aber Aussicht ist es wieder genug. Und ich habe dann gedacht, ja super, Gott sei Dank habe ich mich da hochgequält. Die sind diese Mittelalterstufen. Und ja, letzten Endes hatte ich dann 3 Tage am Stück jetzt Muskelkater in den Oberschenkeln von diesem Hochlaufen dieser Treppe da und habe jetzt mir überlegt, ob es nicht vielleicht doch mal an der Zeit ist, ein kleines bisschen Sport zu machen. So, was haben wir hier noch? Vielleicht finden wir hier noch einen Bunkereingang oder so, zu so einem ganz alten Bunker vielleicht. Ich glaube, alle Türme durchzugehen bringt jetzt nicht so viel, ne? Da finden wir wahrscheinlich noch weitere Helme und weitere Bögen. Aber wir haben jetzt schon einige Bögen dabei. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir erstmal so eine Burg finden. Vor allem mit diesem umgedrehten Auto mitten in der Burg. So, hoffentlich. Gut, das lief sehr gut. Ah, komm, den Metallschrott können wir immer mal brauchen. Ne? Mittelalterlich Metallschrott. Ein paar verrostete Nägel. Ich glaube, hier waren wir gerade schon drin. So. Und hier geht es auch schon wieder raus. Können wir durchfahren mit dem Auto hier? Ich glaube, das dürfte gehen, oder? Wir wollten ja eigentlich zur Basis zurück und nicht hier die Burg anschauen, aber wenn die schon mal so auf dem Weg liegt, was ist denn das noch? Achso, das ist einfach nur irgendwie Dreck. Das sah ein bisschen aus wie... Das sieht doch ein bisschen aus wie eine Zeichnung, oder? Aber wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich bilde ich es mir nur ein. Scum ist zwar ein sehr, sehr cooles Spiel, aber es ist ja jetzt nicht für seine Rätsel unbedingt bekannt. Und ich glaube, sonst gibt es hier auch nicht mehr so viel. Guck mal noch hier kurz. Aber hier ist auch alles leer. Ich würde sagen, dann fahren wir mal weiter, ne? Haben uns die Burg mal angeschaut. Ist halt eine Ruine, ne? Kennst du eine, kennst du alle. Klassische Burgruine. Hallo? Burgruine mit Clipping-Fehlern. Hier ist einfach nochmal Helbe. Das war eine ganze Menge. Und Hunger haben wir langsam auch, ne? Da macht es vielleicht sowieso Sinn, wenn wir zurückfahren. Bin ich überhaupt auf der richtigen Seite? Ich glaube, da vorne. Ah, okay, da vorne ist, glaube ich, das Auto. Jetzt mal ganz kurz einen Schluck Tee trinken. Klar, Moment. So. Das Motorrad können wir leider nicht mitnehmen. Aber ich meine, wir haben ja eh... Wir sind ja lang genug Motorrad gefahren, ne? Und wir haben zweimal das Motorrad, beziehungsweise einmal das Motorrad fast verloren und einmal das Motorrad dann tatsächlich verloren, weil es irgendwo geklippt hatte und wir es nicht mehr wegbekommen haben. Lohnt sich auf jeden Fall, die Folgen auf YouTube nachzuschauen, wenn man sie noch nicht kennt. Ich bin wirklicher Motorradprofi. So. Und hier dürfte es jetzt wieder weitergehen. No. Ja, manchmal kommt es schon ins Schlittern.
Muss ich echt ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir sonst im Berg runterfahren. Ich glaube, das wäre nicht so gesund. Ich glaube, danach können wir auch das Auto vergessen. So. Aber das ist das, was ich meine mit dem, dass es schon Spaß macht, solche Sachen auch selbst zu erkunden. Man braucht zwar schon länger für einige Sachen, das ist ganz klar. Und ich meine, wenn ich überlege, wie lange ich gebraucht habe, bis das Spiel überhaupt mal größtenteils geschnallt habe, sage ich mal. Aber dafür ist es dann irgendwie umso cooler, wenn man so mal ein bisschen durch die Gegend fährt und sowas. Und dann plötzlich findet man eine Burg, hat damit nicht gerechnet und so. Wir waren ja zwischendrin auch zumindest mal an so einem Bunker. Wenn auch nicht drinnen, aber zumindest mal an so einem Bunker. Das war auch mal ganz cool. Der Horror von Bunker 12. So, jetzt muss ich nach links. Weil ich glaube, nach rechts geht's schneller und dann wieder über den Waldweg. Kommt denn der Waldweg? Ah, das dauert noch ein bisschen. Okay, wir müssen erst durch dieses Dorf. Aber gut, von da kamen wir auch. Zumindest als wir beschlossen haben, dass wir da hochfahren. Und dann hier landen. Und dann sind wir auch gleich wieder daheim. Dann können wir das Auto leer machen. Dann geht's los zur Torpedofabrik. Bin ich mal gespannt, ob wir da tatsächlich guten Loot finden. Vielleicht einen Raketenwerfer und können dann Mech damit zerlegen oder sowas. Allerdings habe ich das Gefühl, bei der Torpedofabrik müssen wir uns wahrscheinlich erstmal vorbeischleichen an so einem Mech, oder? Gehe ich mal von aus. Aber da haben wir das letzte Mal ja ein bisschen Erfahrung sammeln können, ne? So. Ganz behutsam hier noch durch. Und gleich haben wir es wieder geschafft. Ich glaube, für die Scum-Streams gucke ich mal, ob ich irgendwo die Möglichkeit finde, lizenzfreie Musik oder sowas laufen zu lassen im Hintergrund. Ein bisschen, ja, ich sag mal so Gaming-Musik halt, also so wie halt in anderen Spielen im Hintergrund läuft. Dann ist nicht ganz so trist die ganze Zeit. Wäre, glaube ich, eine Aufwertung. Ich meine, ich kann es schon verstehen, dass man halt sagt, okay, ohne Musik, ne, möglichst realitätsnah. In echt hast du auch nicht die ganze Zeit Musik laufen, wenn du irgendwo unterwegs bist. Und vor allem wenn, dann hast du halt irgendwie halt deine Top-Hits oder sowas an, ne? Und halt nicht so halbepische Filmmusik oder sowas im Hintergrund. Muss mal gucken, ob es da irgendwas gibt, was lizenzfrei ist. Das kann natürlich kein Urheberrechtsproblem auftritt. Aber dass wir so ein bisschen Beschallung mal haben im Hintergrund. Weil das ist, wenn ich so mit anderen Spielen vergleiche, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich so die ganze Zeit quatschen muss. Aber bei Scum habe ich irgendwie das Gefühl, wenn ich aufhöre zu quatschen, wird es sofort langweilig. Vielleicht wird es auch langweilig für den einen oder anderen, wenn ich anfange zu quatschen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass man hier die ganze Zeit reden muss, weil ansonsten ist es halt, hört man halt einfach nur Vögelgezwitscher und Motorsounds und das ist halt kein krasses Erlebnis, glaube ich. So. Ich fahre vielleicht mal außen rum und fahre andersrum hin, dass ich mit der rechten Seite dran stehe. Dann kann ich nämlich ganz entspannt ein- und aussteigen. So. Na gut, dann sortieren wir kurz. Dürfte relativ schnell gehen, wir haben ja nicht so viel. 50 Pfund Bogen würde ich erstmal behalten. Ah, Schuhe.
Schuhe muss ich noch reparieren. Danke für die Info, für den. So, wo haben wir denn die Waffen? Sonstiges, Werkzeuge, Autoteile. Schuhe repariere ich gleich, keine Sorge, ich hoffe, ich denke dran. Wenn nicht, dann einfach nochmal schreien. So, ich glaube, in die Torpedofabrik nehme ich auf jeden Fall hier die Lockpicks mit und so. Ich glaube, die dürften aber reichen, das ist, glaube ich, ein volles Ding. Ich glaube, wobei 8 dürften auf jeden Fall drin sein. Waffen haben wir sonst keine mehr. Die Carbonpfeile nehme ich jetzt einfach mal mit. Und dann haben wir hier ein paar Eisenwaren. Ducktape war, glaube ich, Material, oder? So. Der Metallcrossbow, den gibt es da oben. Sonst gibt es Käsefüße. Ja, wir haben hier. Ah, ne, wir haben den normalen Käse. Wir haben ja nicht mehr Reinhards Käse, in Anführungsstrichen. So, die Diegel kommt auch zu den Waffen. Und hier haben wir jetzt eine etwas größere Bauchtasche, in Anführungsstrichen. Das heißt, hier können wir die Sachen ein bisschen besser unterkriegen. Das Block 21, die Block 21 Magazine. Die kann ich wieder anziehen. So. Das esse ich gleich mal. Dann nehmen wir uns noch was Frisches mit vom Feld. Und der Rest muss, glaube ich, eh hoch. Ne? Dann gucken wir noch, was wir im Auto so haben. Ich mache jetzt mal die ganzen Samen erstmal zu Sonstiges. So, das sind Klamotten. Das sind nicht der Kanister. Das hier sind auch Klamotten. Federn sind Material. Das sind Waffen. Die kommen jetzt mal ganz hier runter. So. Und dann können wir auf jeden Fall ein paar Kartoffeln mitnehmen. Als Nahrung quasi, als Wegzehrung. So, das kommt auch zu den Waffen, aber ich glaube, das packe ich mal in die Hände so lang. Das hier ist ein Werkzeug. Dann würde ich auf jeden Fall gerne wieder hier einen Notverband dabei haben, wenn wir wieder so auf solche Mechs treffen. Eisenwaren, hier haben wir sie. Die Wildkirschen können wir, ja, ich esse mal kurz die Zwiebel hier. Einfach so wie einen Apfel reinbeißen, ne? Das ist bei einer Zwiebel immer sehr gut. Und kurz anders hinsetzen. Was ist denn eine Leuchtfackel? Das würde ich vielleicht als ehesten als Waffe einstufen, oder? Das hier gehört auch zu den Waffen. Carbonpfeile nehme ich mit. Spinatsamen mache ich mal zu Sonstiges, haben wir gesagt, ne? Sonstiges. So. Oh, hier haben wir eine Metallwaren, Klamotten. Druckverband nehme ich auch mal mit. Und hier das Tourniquet. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ne? Falls Franzosen unter uns sind, bitte nicht verurteilen. Ich kann Französisch nicht so gut. Also ich spreche einfach kein Französisch. Ne? Ah, okay. Den Dünger müssen wir noch im Auto lassen. Weil wir haben noch keine Kiste für Landwirtschaft. Wir haben zwar, machen zwar die Sachen immer zu Sonstiges jetzt gerade, aber na gut. So, hier haben wir noch mehr Nahrung. Hier haben wir noch ein paar Federn. Das ist Material. Das hier. Nahrung haben wir oben, oder? Nahrung haben wir, glaube ich, oben. Dann kommt das ganze Zeug mal hier rein. So, die Samen kommen da rein. Das ist Ammo, also sprich Waffen. Samen zu Sonstiges. Das Sortieren geht immer kurz. Ich bitte um Entschuldigung. Das ist nicht das Spannendste am Spiel. Aber besser, als wenn wir dann am Ende nichts mehr finden. Das kommt wieder zu Sonstiges. Das sind auch alles Landwirtschaftssachen. So, Material. Tragbare Arbeitsleuchte ist definitiv Sonstiges. Essig ist Nahrung. Halloween-Masken mache ich auch mal unter Sonstiges gerade rein. Ne? Die können wir später verkaufen.
Gibt es eigentlich zu Halloween auch ein Special Event oder sowas? Ich glaube, ich habe mal was gesehen, wo dann jemand plötzlich von so einem Geist ziemlich erschreckt wurde. Leuchtfackeln machen nur Licht, sonst nix. Dann packen wir die Leuchtfackel mal auch unter Sonstiges einfach. Das ist ein Werkzeug. Das sind Waffen. Du, du, du. Hier haben wir noch ein paar Eisenwaren. Reparatursets sind Werkzeug, Werkzeug. Autobatterien sind Autoteile, logischerweise. Waffenreinigungsset ist auch ein Werkzeug, würde ich sagen. So, Material, Material, Klamotten, Autoteile, Eisenwaren, da kommt schon. Hier Eisenwaren. Und dann gehen wir mal ganz kurz das, was wir im Inventar haben, hoch zum. Also erstmal die Waffen hier rein. Wobei da haben wir jetzt noch nicht so viele, da haben wir jetzt nur die Bolzen und hier das Desert Eagle Magazin. Mir ist ziemlich warm. Ja, kannst du mal aufhören zu meckern über die Temperatur. Ist ja unerträglich mit dir. So, das ganze Kleinzeug esse ich jetzt mal. Ne, wir haben ja sowieso Hunger. Und dann nehmen wir uns vielleicht Maiskolben mit. Die bringen immer ganz, ganz viel Kalorien. Das ist eigentlich ganz praktisch. So, kann ich nebenher einen Schluck trinken? So. Und kurz nachgeschenkt. Oder da war noch Munition. Ich esse jetzt erstmal ein bisschen was und hoffe, der Magen wird nicht zu voll. Aber ich glaube, das geht noch, oder? In der Halloween-Zeit habe ich schon ein paar Mal erlebt, wenn du Kisten und so weiter lootest, kommt plötzlich irgendwo random ein Geist raus. Na, da freue ich mich ja drauf. Wahrscheinlich aber nicht nur am 31., oder? Weil ich glaube, am 31. werde ich nicht streamen. Weil da bin ich zumindest bisher schon anderweitig verplant. Na komm. So, Klamotten, Klamotten, Klamotten. Weitestens sind Klamotten, 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 Klamotten und Klamotten. Die Gummihandschuhe natürlich auch. Die Wildkirschen esse ich nochmal kurz. Dass wir da so langsam aber sicher auch mal wieder ein bisschen Kalorien bekommen. Wir haben jetzt 38, 250, 350, 380. Das reicht eigentlich immer noch nicht. Ich esse erstmal die Weintrauben. So. Moin, Lukas, Servus. Schön, dass du es auch geschafft hast. Geht's dir gut? So, das packen wir dahin. Dann packen wir die Waffen noch weg. Und dann holen wir gleich nochmal kurz die zweite Ladung. Ich glaube, den können wir auch erstmal hier lassen. Wir haben ja hier noch genug Aufladungen. Ich würde nur vielleicht vorsichtshalber so eine Inventar öffnen. Hier nochmal so Bobbypins mitnehmen. Und das kommt mal zu den Werkzeugen. Ich würde mal Bobbypins mitnehmen, einfach nur für den Fall, dass uns die Dietriche ausgehen. Ich weiß ja nicht, wie viel wir looten müssen, in Anführungsstrichen. So, Nadel kommt zu den Werkzeugen. Essig ist Nahrung, das kommt hoch. Bolzen sind Eisenwaren, das sind auch Werkzeuge. Das kommt auch hoch zu den Nahrungsmitteln. Du, du, du. Na komm, ist eh bald kaputt, dann esse ich es auch noch. Werkzeuge, Bobbypins haben wir. Material, glaube ich, drin. Das sind Eisenwaren. Das ist sowas von Sonstiges. Ein paar Klamotten. TNT würde ich jetzt als Waffe bezeichnen. Kann auch als Werkzeug genutzt werden, natürlich. Aber würde ich jetzt in erster Linie als Waffen bezeichnen. So. Und das hier noch.
Einmal rüber. Eisenwaren, hier haben wir es. Kann ich die vielleicht noch drehen? So, brauchen sie ein bisschen weniger Platz. Okay. Eigentlich kannst du die Klamotten in den Rucksack im Schrank legen. Das stimmt. Aber die Schränke haben ja sowieso ziemlich viel Platz, ne? Also, es würde ich machen, wenn wir sonst keinen Platz mehr haben, ne? Ich bin erkältet. Mein Husten ist sogar so schlimm, dass mir Blut abgenommen werden musste. Oh, du Armer. Es hat ja letzte Woche schon angefangen gehabt, glaube ich, ein bisschen, ne? Ist ja letzte Woche schon erzählt, dass dir nicht so gut geht. Aber dann drücke ich die Daumen, dass es bald wieder besser wird, auf jeden Fall. Und kleiner Tipp von mir, immer ganz viel Ingwertee trinken, wenn man Husten hat. Tatsächlich hilft es. Also ich trinke immer Ingwertee zum Aufnehmen und sowas und zum Streamen, weil ich immer das Gefühl habe, das hält ein bisschen die Stimme im Fluss. Und deswegen bei Husten auch Ingwertee trinken, das hilft, glaube ich, also eigentlich ganz gut. Und natürlich Stimme schon. Ne? Und danke der Nachfrage. Mir geht es soweit ganz gut. Bin ein bisschen gefrustet, dass wir immer noch keine gescheite Waffe gefunden haben, aber naja, wir haben jetzt einen anderen Plan für heute. Wir gehen jetzt nicht im Bunker, sondern wir gehen jetzt in die Torpedofabrik. Und dann gucken mal, ob wir da vielleicht noch ein bisschen besser bewaffnet werden. Letzte Woche und diese Woche wieder. Dann hast du nicht lange genug geschont, glaube ich, oder? Musst du wirklich mal so eine Woche oder sowas wirklich einfach mal daheim bleiben, dich auskurieren ordentlich. So. Und dann nehme ich jetzt noch einen Maiskolben mit. Dann haben wir auf jeden Fall ein paar Nahrungsvorräte. Und dann kann es losgehen zur Torpedofabrik. Bin ich mal gespannt, ob das stimmt, was du sagst, Reinhard. Ob wir da tatsächlich einen guten Loot finden. Aber ich meine, ich sehe keinen Grund, dir zu widersprechen. Vorsicht in der Torpedofabrik, da eiern Mechs rum. Habe ich mir schon fast gedacht. Aber danke nochmal für die Warnung auf jeden Fall. Aber es hätte mich auch gewundert, wenn es nicht so wäre. Ich esse nochmal ein bisschen mehr. Ich esse nochmal ein oder zwei so Dinger hier. Zumindest werden wir noch welche finden. Aber im letzten Mal ging es ja einigermaßen gut gegen die Mechs. Was warst du da das letzte Mal, Reinhard? Weiß ich gar nicht mehr. Da gab es ja leider die Verschiebung, weil ich am Montag dann nicht mehr konnte. So. Essen wir den gerade noch. Und dann. Oder soll ich noch. Komm, ich nehme noch ein paar im Rucksack mit. Wir haben öfter mal das Problem, dass wir plötzlich kein Essen mehr haben. Nehme ich nochmal ganz kurz ein paar mit. So. Die kommen dann in den Kofferraum. Jetzt müsste ja schon wieder pinkeln. So. Okay, ich glaube, wir haben schon alles leer geerntet hier. Nö. Na, hier noch? Na, okay, leider nicht. Na gut, dann nehmen wir halt das mit, was wir jetzt haben. Also. Weiß nicht, ob du Infused Energy kennst. Ist wie ein Natur-Energy. Machst du mit heißem Wasser und diesen Kräutern. Manche sind für Gesundheit, die meisten aber eher für Energie. Ist echt gut, billig und gesund ohne Chemikalien. Kenne ich tatsächlich nicht. Ich bin aber auch nicht mehr zumindest so ein Energy-Trinker, muss ich gestehen. Also ich habe das früher ganz gerne gemacht, jetzt ab und zu mal noch. Ne? Also manchmal, wenn es mich im Sommer anlächelt, so einen eiskalten Monster oder sowas, trinke ich dann schon mal ganz gerne. Aber ansonsten bin ich tatsächlich mittlerweile eher so der Kaffeemensch geworden, ne? Dass man eher so einen Kaffee trinkt irgendwie gemütlich statt einen Energy-Drink. Aber wenn es hilft, also ne, wenn es tatsächlich auch der Gesundheit ein bisschen hilft, beziehungsweise gesünder ist als normale Energy-Drinks, warum nicht? Du musst die Bewegungsmuster der Max anschauen, damit du weißt, wann der richtige Moment ist, um weiterzulaufen. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir schon gemacht das letzte Mal. Die Folgen sind aber noch nicht draußen, muss ich auch gestehen.
Wir sind ja ein bisschen, wir haben ein bisschen vorproduziert immer. Dürfte, glaube ich, heute oder morgen, glaube ich, kommen die Folgen am Staudamm. Deswegen bin ich gespannt, ob wir es diesmal ein bisschen besser hinbekommen.